willkommen, Kuchengeschmack-Zuschauer hier. Eine Runde Schach oder was, Digga? Maxilium, komm, ich fick dich weg, Digga. Warum nicht Just Chessing? Stimmt eigentlich, ne? Just Chessing, Alter. Geil, feier ich. So, ich habe ja noch kurz Zeit, da muss ich mir erstmal hier... Oh, er hat sogar geübt, Alter, hier. E4 als Standarderöffnung hier macht er natürlich jetzt hier... Macht er hier ganz locker die Pferdchen nach vorne und dann gucken wir mal. Ich würde gerne, aber ich kann weniger als nichts. Ich kenne keine einzige Taktik, obwohl ich seit 3 Jahren Schach AG habe. Okay, dann ist dein Lehrer aber wahrscheinlich halt nicht so gut, war, nehme ich mal an. Also das ist ja schon ziemlich peinlich. Wie lange spielst du schon Schach? Ich habe früher mal Schach gespielt als Kind. Früher, wo ich in der, ich war auch mal in der Schach AG in der 5. Ich muss aber dazu sagen, dass ich halt auch mega lange nicht gespielt habe. Also ich habe jetzt erst wieder angefangen, weil ich halt lustigerweise Videos von The Big Greek gesehen habe tatsächlich. Da hat das irgendwie dann wieder angefangen, dass ich mir dachte, ja, Digga, Schach ist doch geil. Und jetzt spiele ich halt wieder. Ich habe aber leider nicht so viel Geld, weil ich gerade Geld gelesen habe. Ich habe leider nicht so viel Zeit momentan. Deswegen habe ich auch Lehrer in der Schach AG. Für mich ist es auch die 7. Stunde. Deswegen, für mich ist das, ich habe leider zu wenig Zeit, deswegen bin ich halt auch nicht so gut. Ich habe halt in letzter Zeit auch relativ wenig gespielt. Ich habe heute aber 3 Matches gemacht auf der Seite und ich habe sogar 3-mal gewonnen, lustigerweise. Lag aber auch daran, dass meine Gegner halt auch extrem viele Fehler gemacht haben. Das muss man schon dazu sagen. So, jetzt ist die Frage, lohnt sich das hier zu nehmen? Weil dann nimmt er mit dem hier. Bringt mir das was? Ne, eigentlich nicht, ne? Kann er ruhig nehmen. Dann habe ich hier allerdings noch einen Bauern, ne? Ich habe gerade gesehen, dass du aufnimmst, deswegen sneak ich mich mal hier ganz dreist in die Aufnahme rein. Ne, eigentlich würde ich bloß fragen, wo die Switch ist, weil ich würde gerne mal meinen Animal Crossing Stadt sehen. Da hinten, glaube ich. So, zack, jetzt erstmal hier schön das Pferdchen halten. Hast du mitbekommen, Knossi wurde mit dem Chicken Wing getrollt? Ja, das habe ich gesehen und gestern im Stream drauf reagiert. Nice Aktion auf jeden Fall von Marvin. Hm? Eigentlich muss halt dieses Konsole sein zum Anschließen. Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Verbot auf Madeira. Das ist gut. Ich möchte dann die ganze Zeit so gedanklich die Originalzeile mit euren. So. Ja, dann weiß ich nicht. Ja, ist, okay. Ist ja okay. Entspann dich. Eigentlich muss das da. Wetten, wenn ich jetzt gucke, liegt das da. Ja, und wo ist die Switch? Ja, du brauchst doch erstmal das. Nein, ich will bloß die Switch, ich will ohne das spielen. Wo die Switch ist, weiß ich nicht. Ja, siehst du, sag ich doch. Willst du mich eigentlich verarschen? Weißt du, du machst mich hier gerade an, sagst du, Leute, was geht? Wahrscheinlich irgendwo da drauf oder was so. Was geht? Was? Da drauf vielleicht oder so? Nein, da ist nicht. Dann im TV, da, in der TV-Bank, denke ich mal. So. Eine andere Liga. Denn du hast jetzt Verbot auf Madeira. Genau, ja, ich gucke auf jeden Fall mal, wann ich morgen streame. Ich muss mal gucken, Alter. Scheiße, ich muss morgen theoretisch Eikuchen-Videos machen. Dann wollte ich eventuell mit dem Kollegen noch rausgehen. In den Park eine Runde. Mal gucken, Alter. Schwierig. So, Maxilium hat trainiert. Ich merke schon, Alter. Schwierig. Tja, was machst du jetzt, Kollege? Schwierig, ne? Disney Plutsch Plus und sie lutscht. Ja, wenn ihr ansonsten noch irgendwelche Vorschläge habt, irgendwie zum Quatschen oder so, haut auf jeden Fall einfach raus, was ihr möchtet. Vielleicht gehe ich drauf ein, vielleicht ignoriere ich das. Wir gucken einfach mal, wir sind gespannt. Ja, Twitch hat es übrigens auch immer noch nicht hinbekommen, ne? Es ist immer noch sehr gebuggt. Ja, die Controller liegen hier. Habe ich dir auch gesagt. Siehst du, aber du hast nicht auf mich gehört. Selber schuld. Ja, Maxi, ich weiß nicht, entweder der cheatet oder der hat hier echt trainiert in seiner Freizeit. Alter, der ballert mich ja hier voll weg. Er ist auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Ich persönlich würde sagen, er steht ein bisschen... Ja, obwohl, nee, ich habe schon die Rochade gemacht eigentlich, ne? Naja, aber schwierig, ey. So. Ah, ich merke natürlich, was er vorhat. Natürlich ganz klar. So, das Ding ist nämlich, wenn ich jetzt hier tausche, dann blockt er das hier doppelt ab. Kann ich hier irgendwas machen, was so richtig cool wäre?
Schwierig, ne? Die Bauern sind alle irgendwie noch am Start. Stell es mir jetzt schon mal, wenn er jetzt nimmt, könnte ich halt zurücknehmen mit dem. Wenn er dann da nimmt, könnte ich da nehmen, theoretisch. Dann könnte er zwar mit seiner Dame nehmen, aber da mache ich mir später Gedanken drum. Alles gut. Verbot im An- oder auf Madeira? Verbot auf Madeira. Ja, ich feiere es auf jeden Fall, ne? Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Meine dumme Frage an den Chat. Sehe seit heute in Twitch oben links nicht mehr die Kanäle, denen ich folge. Ja, ist irgendwie so ein Twitch-Bug, der gerade irgendwie da aktiv am Struggeln ist. Ich weiß auch nicht warum. Ja, Fehler hat man halt einfach mal, ne? Kann man halt nichts machen. Hast du noch Kontakt zu JF? Tatsächlich habe ich so gut wie keinen Kontakt mehr zu JF, lustigerweise. Hat jetzt aber auch keinen besonderen Grund. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie gestritten oder sonst was. Ja, gut, was heißt auseinandergelebt? Wir haben, ja, haben halt einfach keinen Kontakt mehr. So, da kann man halt, ja, nicht mehr, da kann man halt nicht mehr so viel zu sagen. Irgendwie hat sich das halt einfach nicht ergeben, so, dass wir da jetzt so krass viel noch machen. Ne, der macht ja auch selber halt nicht so viel Videos zum Beispiel. Ich bin auch nicht mehr so viel im Internet unterwegs. Und keine Ahnung, ich bin aber auch generell, muss ich sagen, schlecht im, ich bin generell auch mega schlecht im Kontakt halten, so, weil ich halt auch mega ungerne schreibe einfach. Also klar, so mit so Kollegen oder Magina kommt immer auf die Situation an halt, ne? Aber so jetzt mit Leuten, mit denen ich halt sowieso nicht so viel zu tun habe, irgendwie, keine Ahnung, die schreibe ich auch nicht von mir aus an. So, ich weiß gar nicht, ja, wie ich das, so, keine Ahnung, als ob ich so random einfach jeden anschreibe, mit dem ich mal so Kontakt hatte, weißt du? Und dann, ja, lebt sich das halt teilweise einfach auseinander, ne? Ist dann halt einfach so. So, ich nehme mal mit dem, weil der deckt da sowieso gerade nichts. Ja, ich weiß nicht, also ich feiere halt Schreiben generell einfach nicht so, muss ich sagen, weil es ist halt irgendwie nervig, Mann. Es dauert doch immer so lange. Das Ding ist, jetzt Sprachnachrichten feiere ich aber auch nicht, weil Dinge, die du halt in 3 Sätzen sagst, sagst du halt in 3 Stunden Sprachnachrichten so. Das ist halt wirklich immer mega stressig, deswegen. Und ich feiere das auch nicht so, weil meistens mache ich ja auch irgendwas nebenbei und habe ich gar keinen Bock irgendwie zu. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock dazu, irgendwie zu schreiben, so deswegen. Also da bin ich halt nicht so der Fan von. Aber man kriegt das halt trotzdem irgendwie hin. Genau, deswegen habe ich so mit JF halt wenig Kontakt. Ich habe aber auch mit Just Nero zum Beispiel keinen Kontakt, ne? Also so ist das halt nicht, ne? Ich weiß gar nicht so. Mit Alpha Kevin habe ich gerade auch eher weniger Kontakt, aber ich weiß gar nicht, der ist auch irgendwie, ich weiß gar nicht, der ist auch irgendwie nur mit Tieren unterwegs, Mann. Ich weiß gar nicht, was der macht. Jedes Mal, wenn ich in seine Story gucke, ist er mit Tieren irgendwie unterwegs. Digga, ich will auch mit Tieren unterwegs sein. Was macht der denn, Alter? Wie kann man denn so heftig unterwegs sein? Heftig, Mann. Eifersüchtig, absolut, Digga. Ach ja, seit wann? Ich kann gleich mal Dark Mode anmachen. Wo geht das denn? Wenn ihr mir Bescheid sagt, kann ich mal gucken, wie das geht. Schreiben ist auch oft mega cringe, wenn die Unterhaltung nur den Zweck erfüllt, Kontakt zu haben. Ja, das ist schon mal das Erste, finde ich, dass es halt dann irgendwann schon unangenehm wird, wenn man halt nur so Standardsachen oder sowas schreibt. Was ich aber generell auch beim Schreiben einfach mega hasse, ist halt so die Tatsache, es ist eigentlich egal, wie du etwas sagst, es kommt einfach immer scheiße rüber so. Wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt normal schreibst und halt mit irgendwem textest oder so, und du antwortest halt eigentlich ganz normal, dann kommt das im Text immer so rüber, als wenn du so richtig angepisst bist, wenn du nicht 30 Emojis benutzt, oder? Also ich sehe das selber, wenn ich so Nachrichten schreibe, dann denke ich mir manchmal so, checkt die Person das jetzt, wie ich das meine? Oder glaubt die gerade, dass ich die tot beleidige, so wisst ihr? Und das nervt mich auch halt extrem. Deswegen muss man immer nochmal so ein Haha dahinter schreiben oder so ein Lach-Emoji. So, damit man auch ganz klar weiß, okay, der Typ wollte mich jetzt hier nicht triggern. Alles gut. Glück gehabt auf jeden Fall. So, ich habe auf jeden Fall auch schon eine Taktik. Ich denke, Maxelim natürlich auch. Ne? Da habe ich ja gar keine. Da habe ich gar keine Dings. Also ich denke auf jeden Fall, dass er hier durchzieht, meine Freunde. Ja, sind irgendwelche Schachprofis? Schreibt mal rein, wer besser steht. Ich würde jetzt aber sogar sagen, dass er besser steht, weil er hat mehr Bauern und der hat auch generell, ist er offensiver als ich, ne? Aber eigentlich auch nur die Bauern. Na gut, mein Turm steht dafür halt besser, ne? Boah, schwierig, Alter. Jetzt würde mich interessieren, was der Computer sagt. Ich habe keine Taktik. So, aber ich weiß nicht, deswegen, bekommst du eigentlich Nudes oder nicht? Nee, ich habe tatsächlich irgendwie mein ganzes Leben, glaube ich, 2 Nudes oder sowas bekommen. Ich bin ja auch generell in einer Beziehung und bevor ich mit Gina zusammengekommen bin, war ich auch hässlich und von daher war da halt sowieso nicht viel.
Genau, so, jetzt mache ich Folgendes. Machen wir den hier. Erstmal. Und dann warten wir mal ab, was jetzt passiert. Du und ich, eine andere Liga. Oh, jetzt habe ich voll den Ohrwurm davon. Warum? Heftig, Alter. Würdest du gerne einen eigenen Laden aufmachen für Kleidung oder anderes? Ja, so Kleidung könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, ne? Aber so Internethandel ist ja eigentlich eher so das, was halt gerade floriert, aber es wäre auf jeden Fall cool. Transfer oder so. WhatsApp macht das So. Ja, Max, dem Digga. Der Bauer ist weg, wa? Doof. Hab mir gerade eure Parodie zu Venezuela angesehen, war mega nice. Ja, wie gesagt, also mir hat es auch echt mega Spaß gemacht, weil wir saßen halt doch hier zusammen und haben erstmal den Text gemacht, dann haben wir halt zusammen aufgenommen und so, haben ja dann zusammen das Video gedreht. Das Einzige, was halt doof war, dass wir haben das am Mittwoch gedreht, glaube ich, war das. Ich glaube, das war am Mittwoch oder war das am Freitag? Ich bin mir gar nicht so sicher. Und danach war das halt so, dass ich. Jetzt muss ich überlegen, Alter, wie war das eigentlich? Wir haben am Mittwoch gedreht und dann musste ich halt zum Training, leider. Deswegen konnten wir nicht zu Ende drehen. Das heißt, den Part, wo er halt drinne war, das hat er dann mit Manuel am Abend aufgenommen noch. Aber ich meine, es hat ja dann auch so geklappt, also alles gut auf jeden Fall. Aber das war halt trotzdem auf jeden Fall relativ stressig, muss ich sagen. Na, irgendwann. Weißt du schon mal, Venezuela auf Spotify kommt? Ich lade das gleich hoch. Ich wollte das eigentlich gestern machen, aber ich habe halt mega viel Stress gehabt die letzten Tage irgendwie. Ich weiß nicht, Digga. Also an sich bin ich ja glücklich im Leben, aber ich finde es, also momentan kriege ich einfach nicht so alle Aufgaben irgendwie unter einen Hut. Plus Noah ist irgendwie auch in den letzten Tagen halt mega anstrengend und das triggert einfach. So, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel nur noch ein einziges Video halt vorproduziert. Ich komme aber auch einfach nicht dazu. So, ich weiß nicht, heute habe ich eigentlich auch relativ gut durchgezogen. Also klar, am Morgen, ich gebe dir keine Zeit, Digga, du hast 10 Minuten. Ich gebe dir vielleicht Zeit, mal gucken, wir schmach erstmal weiter, dann gucken wir. Zum Beispiel heute bin ich halt aufgestanden um 9, ich habe dann irgendwie bis 12 habe ich, bis 12 habe ich dann ungefähr halt ein Skript geschrieben, auf jeden Fall. Dann habe ich irgendwann Sport gemacht. So, dann waren wir aber einkaufen, dann waren wir bei KFC, haben wir ja gestern drüber geredet, so. Dann sind wir nach Hause gekommen, dann habe ich dann relativ zeitnah, dann haben wir gegessen, habe ich mein Video aufgenommen, geschnitten. Währenddessen habe ich nur ins Bett gebracht, dann war es 20 Uhr, dann habe ich gestreamt. Also ich hatte heute einfach gar keine Zeit, Videos zu machen. Ich krieg's halt morgen auch theoretisch nicht mal hin, ein Kuchenvideo hochzuladen. Ich muss mal gucken, was ich mache, weil ich halt auch eigentlich erstmal das Video für morgen ready machen will. Also gerade ist halt so zeittechnisch komme ich einfach überhaupt nicht weiter, muss ich sagen. Oh, Mamacita, was war das denn hier für ein Such, hä? Den hat er aber aus dem Lehrbuch, Alter, das glaube ich aber. Okay. Mal gucken, er droht im Endeffekt nicht so viel tatsächlich. Es bringt halt nichts, sein Pferdchen zu nehmen, weil dann nimmt er mich da. G3 habe ich auch überlegt, aber ich greife halt nur seinen Turm an und den bewegt er dann einfach einen zur Seite. Dann könnte ich zwar nehmen, dann nimmt er auch. Bringt mir nicht so viel auf jeden Fall. Ich habe ja eigentlich den Vorteil, ne? Eigentlich müsste man tauschen, aber ich gucke erstmal, was generell noch so möglich ist. Kann der irgendwo gefährlich werden? Eigentlich gerade nicht, ne? Mit dem kann ich gerade auch nichts machen, Turm auch nicht. Ja, komm, Digga, wir machen mal das Spielfeld ein bisschen kleiner hier, dass hier ein bisschen weniger Figuren stehen, würde ich sagen. Denn du hast jetzt Verbot auf Madeira. Schlag den Springer. Ach so, er kann doch mit dem Bauern nehmen. Bist du blind, Digga? Also er nimmt den jetzt einfach. Aber ich wusste auch nicht, was ich sonst machen soll. Also alles gut. Im Endeffekt, man kann ja auch Figuren rausnehmen. Jetzt ist halt seine Bauernstruktur ein bisschen geschwächt, ne? Kann er natürlich auch für sich nutzen. Der Turm hat halt jetzt freie Fahrt. Aber der Bauer ist halt ein Freibauer. Den kann ich irgendwann wegsnacken, wenn ich will. Und ich kann jetzt hier den gefährlichen vasalutischen Doppelangriff machen. Schön auf zwei Figuren. Mal gucken, er kriegt zwar dann meinen Springer, aber ich krieg auch eine Figur. Also ich bin ja quasi vorne. Ich habe einen Bauer mehr und ich stehe besser. Also von daher lohnt sich das für mich halt auf jeden Fall gerade den Trade hier einzugehen. Wenn man vorne liegt, alles traden. Hat schon unser Kollege gesagt. Okay. Ja, cool. So, dann brauche ich meine Bauernstruktur nicht mehr schwächen. Kann ich einfach so machen. Jetzt haben wir einfach kaum noch Figuren, lull. Ach, geil.
Jetzt wird es langsam hier, jetzt wird es hier langsam spannend, meine Freunde, weil jetzt müssen wir mal gucken, was das wird. Beide haben auch die Damen noch nicht ausgepackt. Kann aber auch mit der nichts machen, ne? Weil der halt hier so Dings ist. Ich muss mal schauen. Ah, ich weiß schon, meinen nächsten Zug habe ich schon im Auge. Ah, da. Verbot auf Madeira. Ich habe halt wirklich einen Ohrwurm davon, ne? Krass, hatte ich die ganze Zeit nicht. Feierst du Wulis Musik, beziehungsweise hörst du die aktiv? Tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, dass ich halt an sich finde, dass Wuli wirklich ein mega talentierter Künstler ist. Ich finde, seine Tracks sind auch musikalisch und alles mega. Da kann ich wirklich gar nichts zu sagen. Das Ding ist, dass halt Wuli wirklich nur so tiefe Songs macht, also er hat die ganze Zeit, ne? Ich habe ja auch seine EP, habe ich halt reingehört, weil er da auch mega lange dran gearbeitet hat. Und an sich auch musikalisch und so ist das halt voll in Ordnung, aber es ist halt null meine Musik. Also wirklich überhaupt nicht, muss ich halt zugeben. Das ist halt nicht mal böse gemeint oder so, aber ich höre halt so eine Musik einfach nicht. Genau, deswegen habe ich da jetzt auch, also höre ich die Musik halt jetzt nicht aktiv oder so, ja, weil das halt einfach nicht so meins ist. Ne, so dieses komplett Diepe irgendwie immer auf Traurigkeit und so. Ich bin eher ein Mensch von Fröhlichkeit, deswegen höre ich diese Art von Musik einfach nicht so. Okay, warum bringt mich der Zug so in Bedrängnis, Alter? Gute Frage eigentlich, ne? Ich könnte halt die Damen tauschen, ne? Ich habe halt einen Bauer mehr und meine Bauern stehen auch besser. Wenn ich hier hingehe, kann er die halt nicht wegbewegen. Ja, komm, wir machen das einfach. Wir gucken erstmal, was er macht. Vielleicht traden wir die Dame auch gar nicht. Das kann er jetzt entscheiden. Es wäre übrigens schön, wenn ihr mir keine Tipps geben würdet, weil ich will das halt schon alleine machen, auf jeden Fall. Vom E5, hä? Was soll denn der Turm? Ach so, oder was? Bringt mir doch auch nicht viel. Ja, der kann nehmen, ich kann nehmen. Dann steht die halt frei, ja, okay. Da. Magst du Giraffen? Bruder, sind meine absoluten Lieblingstiere. Man muss sich selber ja auch mögen. Für den Dark Mode musst du auf den Namen drücken und dann steht das da. Wurde hier gemunkelt. Ja, aber ich mach das jetzt nicht mitten im Game, mache ich danach. Digga, Mexilim, ich habe jetzt 2 Minuten Züge gemacht und du hast schon 9. Ich gebe dir jetzt eine Minute. Ich gebe dir jetzt 2 Minuten oben drauf, Digga. Aber das war's. Mehr kriegst du nicht. No joke. Jetzt reicht's auch irgendwann. Will ich die Damen überhaupt tauschen, ist die Frage, weißt du? Es ist jetzt schon eine krasse Entscheidung halt, ne? Die wird halt das ganze Spiel beeinflussen. Also ich muss die auf jeden Fall ziehen, das steht auf jeden Fall fest, aber. Danke, Virgie17 übrigens für den Prime-Sub. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Das Ding ist, er kann halt mit dem Bauern nehmen oder halt mit dem Springer. Da ziehe ich die lieber erstmal wieder zurück. Ja, gut, wenn man mehr Material hat, soll man tauschen, aber ich habe halt auch eigentlich nur einen Bauern mehr. Also jetzt so viel habe ich eigentlich auch gar nicht. Ja, komm, Digga. Denn du hast jetzt Verbot auf Madeira. Du bist in meine Falle getappt. Da bin ich ja mal gespannt, Alter. Dame B2. Wo stand denn meine Dame? Hier, ne? B2. Ja gut, Angriff auf Turm und Dings. Aber was bringt mir das? Also ich kann den Turm nicht nehmen, weil hier ist noch einer. Ja gut, ich kann halt dann seinen Bauer nehmen. Da habe ich halt einen Bauer mehr. So, ja, okay, gut. Aber ich habe halt dann noch 2 Züge benutzt. Meine Verteidigung hier war jetzt auch nicht so krass. Das war ein ultra wacker dummer Zug von dir. Der hat dir gerade das Spiel gekostet. Ich hoffe, das weißt du, ne? Ich habe dich jetzt einfach gefickt. Oder habe ich was übersehen? Nee, du kannst mich nicht schlagen, ne? Und du stehst im Schach. Ja, moin, Digga. Ach, richtiger Mexeli-Move wieder. geil, Alter. Na, jetzt gebe ich dir auch keine Zeit mehr. Also jetzt hast du es. Es ist aber krass, du hast dich echt verbessert, Mann. Also, wenn ich so überlege, wie du gegen Rian Nico mal gespielt hast, Alter, dann ist das hier auf jeden Fall schon deutlich angenehmer so vom Spielfluss her gewesen. Auch wenn du natürlich 10 Jahre überlegt hast für deine Züge. Es ist übrigens. Ah, es ist ungewertet, Digga. Mach doch mal gewertet, bitte. So, zack, Dings weg. Jetzt nimmt er, ist klar. Jetzt muss ich nur ordentlich spielen, dann habe ich gewonnen. Mal gucken. Das ist leider immer wieder schwierig bei mir. Machen wir erstmal hier den Turm ein bisschen aktiv, würde ich sagen. Gewertet ist nur Minus. Ja, ich will meine Elo ein bisschen erhöhen, ist das Ding. Wenn ich dann so gegen dich spiele, Alter, ist schon easy dann.
denn du hast jetzt Verbot auf Madeira. Gott sei Dank kannst du kein Matt machen. Aber Matt bin ich generell halt mega schlecht. Also da hast du nochmal Glück gehabt. Ich fand als junger Spund fand ich Türme immer voll stark. Aber jetzt so als Erwachsener finde ich die voll wack irgendwie. Ich kann erstmal meine Bauern ein bisschen nach vorne holen jetzt eigentlich. Im Endspiel ist es auch immer wichtig, mit dem König zu spielen. Das darf man nicht vergessen, ne? Ich sag mal, du hast eh gleich keine Zeit mehr. Wenn du verlierst, verlierst du sehr viele Punkte. Ja, okay, aber das ist ja dann die Elo. Ich will einfach, dass die Elo mich richtig einordnet, weißt du, dass ich dann auch irgendwann vielleicht sehe, dass ich halt tatsächlich nach vorne komme von den Punkten her. Würde ich schon hart feiern. So, wenn man dann irgendwann sieht, jo, man ist halt vielleicht jetzt auf 1300, dann gehe ich vielleicht runter auf 1000 oder so, dann komme ich wieder hoch. Also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, der Bauer wird erstmal weggesnackt hier. Ah, sieht nicht gut für dich aus, Maxile Marino. Kannst auch aufgeben. Ihr könnt gegen mich spielen, ihr müsst mich nur einladen. 10 plus 5. Ich spiele nur 10 plus 5 und gewertet, bitte. Ja, das heißt, die Ungewerteten kann ich hier direkt wieder wegmachen. Also, oder 10 plus 8 geht auch. So, alles in dem Rahmen ist irgendwie noch in Ordnung. Was hat der vor? Eigentlich kann er nicht so viel machen, ne? Dann versuche ich mal hier den Bauer zu snacken. Wie reagiert er jetzt darauf? Auf diese doch sehr harsche Drohung, meine Freunde. Er deckt ihn. Droht aber auch gerade nichts, also alles gut. Machst du ein Fan-Treffen in Kurdistan? Lol, Lachkick, Bruder. Was haben wir gelacht? Internationaler Meister, ja moin, Digga. Wie kriegt man das eigentlich? Also ich meine, wie sagt man der Seite, dass du das bist? Musst du das einfach einreichen? Oder 1900, ja alles klar, Digga. Bruder, du wirst ja nicht alles verteidigen können, das sage ich dir direkt. Er setzt mich hier Schach. Dann gehe ich wieder zurück. Alles cool, Digga. Lol, Schach. Ach ja. Ja, mein Problem ist halt wirklich, dass ich jetzt zum Beispiel eigentlich mega den Vorteil habe. Ich meine, ich habe 3 Bauern mehr, aber ich kann es halt irgendwie nicht nutzen, ist mein Problem einfach. Dann laufen wir erstmal nach vorne. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Alles gut, Digga. Bin ja auch irgendwo trotzdem Schachprofi. Du und ich, eine andere Liga. Gegen dich verliere ich nie wieder. Steht übrigens auf 4-0. Nur so nebenbei. Das bleibt auch so. Die Null bleibt stehen, das sage ich dir. Ach, Digga, wenn Maxilium halt noch länger braucht, Alter, dann werden wir hier alle alt und grau. Im MV, yeah. So. Ich weiß nicht, irgendwie, ich fand auf... Nein, du trollst nicht rum, spiel ordentlich, Digga. Das ist ja nicht so, dass du verloren hast. Es ist halt ja wirklich nicht so. Ich meine, ich habe halt einen Turm mehr und 3 Bauern. Okay, aber ich meine, wir sind ja Anfänger, so. Da kann... Ein Fehler kann dich halt schon eine Figur kosten und dann kann es halt schon wieder ausgeglichen sein. Ist halt ja wirklich so, ne? Ist ja kein Joke jetzt. Ist ja Real Talk auf allerhöchstem Niveau. So, ist mir egal. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter, würde ich sagen. Mal ein bisschen die Bauern nach vorne holen, hm? Och, ich krieg das Trinken nicht auf, weil meine Hände zu schwitzig sind. Junge, Alter. Ich hab Schach nie gefeiert, aber Tim ist irgendwie anders unterhalten. Ja, Bruder, ich bin halt auch einfach ein Schachprofi, so. Bei mir könnt ihr auch was lernen, so, ne? Wenn er seinen Turm verliert, hat er quasi verloren. Ja, das ist richtig. Wenn er jetzt noch eine Figur verliert, ich würde auch sagen, wenn er den Springer verliert, hat er eigentlich so gut wie verloren. Wenn man verloren hat, es aber nicht zugeben möchte. Ich trolle nur noch. Ja, Mann, Real Talk, ey. Was ich aber auch tatsächlich sagen muss, ich fand früher als Kind, fand ich die Türme immer mega stark. Ich dachte so, boah, Digga, heftige Figuren eigentlich. Aber jetzt so als Erwachsener, wo ich wieder Schach spiele, finde ich die Türme irgendwie richtig wack. So, ich weiß nicht, Digga, ich fühle die einfach nicht mehr. Weil die bewegen sich halt nur so auf einer Linie, aber ich habe so das Gefühl, die reißen mega wenig. Du kannst die halt nur so schlecht, so schwer umstellen. Bruder, Alter, hast du Papa Plattes Schachturnier verfolgt? Ich habe die Videos von The Big Greek dazu gesehen tatsächlich. Aber, ja, jetzt nicht irgendwie das, also nicht alles. Warte, was droht er?
droht den Bauern zu nehmen, aber wenn du glücklich bist, Digga, ist alles cool. Ich kann ihn sowieso nicht verteidigen, davon uns abgesehen, also. Ich will überlegen, ich könnte halt jetzt den Bauern nehmen, ich könnte aber auch den einen nach vorne schieben. Ich glaube, die Win-Condition ist, den nach vorne zu ziehen. Weil er kann den nicht schlagen, weil der König halt sonst im Ding steht, im Schach. Das heißt, ich kann die nächste Runde schlagen. Oder dann, wenn ich halt wieder dran bin irgendwann. Und dann kann er mich zwar schlagen, aber dann kann ich ihn schlagen. Ja gut, wobei, wenn er mich durchlaufen lässt, dann halt nicht. Aber dann steht er im Schach, dann habe ich gewonnen. Also gut wie. Tja, jetzt muss er gucken, was er macht, ne? Jetzt will er mir aber hier den Dings wegnehmen. Okay, mal überlegen. Jetzt muss ich rechnen. Also, ich schlag ihn. Er steht ja nicht mehr im Schach, das heißt, es geht jetzt sowieso nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr den schlagen. Tja, wo will ich ihn hinhaben? Zurückziehen ist eigentlich eher langweilig. Ich brauche da auch nichts decken, weil es ist alles gedeckt eigentlich. Da ist zu defensiv. Ich greife mal an, Digga. Ich gehe mal hier offensiv. Ich bin Twitch Prime-Mitglied. Ja, nice, Digga. Das war klar, dass er das macht. Komm, ich gebe dir nochmal Zeit. Jetzt komm. Aber wenn du gewinnst, darfst du auf jeden Fall nicht angeben. Das sage ich dir direkt. Ändert eigentlich nichts, ne? Ach, scheiße, ich hab falsch geguckt. Ja, egal, Digga, komm, ja, dann ist egal. Ja, okay, ich hab einen Fehler gemacht. Ja, alles gut. Ach, scheiße, Digga. Oh, bin ich dumm. Oh, scheiße, ey. Aber das meine ich halt, ne? Wenn du halt Anfänger bist, dann kann halt sowas auch mal passieren. Das sind dann halt einfach Anfängerfehler, die passieren, alles gut. Ach, scheiße, Alter. Das war wirklich RIP, Alter. 1000 Möatt, die Matt zu setzen und da macht man so eine Scheiße, Alter. Shit. Ja, ich weiß auch nicht, wie man so kacke sein kann. Ja, bitter, ey. Ja, aber das ist halt aber auch, wie gesagt, genau das, was ich halt einfach meine. Du machst halt, in dieser Elo machst du halt einfach Fehler, so. Das ist halt komplett normal. Ich find's ja auch nicht schlimm, so, weißt du, ich habe ja eine Sekunde später, habe ich ja auch geschaltet, so. Das sind halt einfach Fehler, die man halt macht in seiner Karriere, so. Und damit muss man dann halt leben. So, jetzt kann er sich den Bauern snacken, ist aber egal. Ich habe das Gefühl, ich verliere das noch, Alter, no joke. No fuckerino. Ach du Scheiße. Oh Mann. Okay, das war halt aber auch wieder Max-Heli-Move. Okay, jetzt glaube ich doch wieder, dass ich gewinne. Also jetzt kann ich ja einfach faktisch gesehen auch gar nicht mehr verlieren. Also das sollte jetzt ja wirklich gewonnen sein. Hier ist mein Schach. Ist ja gedeckt durch die beiden hier. Ich kann eigentlich erstmal so stehen, ne? Dann versuche ich, glaube ich, durchzulaufen. Oder kann ich einen Matt setzen, wenn ich jetzt hier hingehe? Dann muss er dahin. Gehe ich dahin, muss er dahin. Dann kriege ich ihn nicht, ne?
Wäre wahrscheinlich besser, den Bauern zu nehmen, aber egal. Egal. Junge, ich verkack das verdammte Recapture. Ja, nice, Alter. Props gehen raus an dich. So, scheiße, jetzt kriegt er mein Turm. Ja, das war auch echt dumm. Fuck, Alter. Egal, erstmal Schach stellen und dann gucken, was passiert. Ach, kacke, Alter. Oh mein Gott, Digga, ich habe ihn gerade komplett hops genommen. Oh, Junge, wie bin ich denn da nochmal rausgekommen? Warte, kann ich ihn irgendwie matt setzen? Ich müsste, wenn hier hin. Dann kann er aber einfach hier rüber. Ich nehme lieber erstmal den Bauern weg. Sonst kriegt er gleich eine Dings. Alter, Junge, ich bin ja übelst heftig in dem Game. Junge, das wusste ich ja gar nicht. Ach, du Kacke, Alter, das wäre ja richtig guter Move von mir. Digga, Props an mich selber nochmal. Krass. Ja, nice. Oh, was ein Glück, ey. Ich dachte jetzt, ich verliere das noch. Aber so ist natürlich jetzt einfach, ne? Also. Das ist halt auch genau das, was ich meine. Mit dem Turm kannst du halt jetzt nicht viel machen, so. Junge, wie ich ihm da jetzt aber auch einfach den Bauer weggenommen habe. Junge, Junge, ja, und jetzt laufe ich halt einfach durch, ne, und dann habe ich ja. Ich könnte ihn wahrscheinlich auch locker so matt setzen, aber ich habe Angst, dass ich das verkacke. Deswegen machen wir das hier lieber ganz ordentlich, locker, flockig. Mehr Glück als Verstand. Das war schon so geplant, dass das so läuft. Alles gut. Ich weiß, was ich tue. Tja, er könnte sich halt den Bauern nehmen, aber dann verliert er seinen Turm. Macht eigentlich keinen Sinn für ihn. Turm G6. Und dann? Hä? Tja, Bruder. Ach, scheiße, Digga. Ja, zwei Türme sind auch einfach nervig, ey. Geh weg! Geil, Alter. So, da ist ja die Dame. Jetzt kann er die zwar nehmen, aber ich kann ja dann einfach seinen Turm nehmen. Also von daher ist das dann vorbei. Einfaches Treppenmatt hier. Oder er nimmt sie gar nicht. Das geht natürlich auch. Ja, wenn ich jetzt nicht gewinne, Digga, dann hat der Arsch aber Kürbis. Das sage ich euch. Ey, dann ist aber auch vorbei. Ich will eigentlich ihm noch seinen Turm wegnehmen. Das wird auch schwierig, ne? So. Dann gucken wir mal, wie viel Fehler ich gemacht habe, wa? Da bin ich jetzt aber sehr alter Junge, aber auch 65 Züge, ey. So, also, die Eröffnung war auf jeden Fall, ja gut, die war ja Standard. Ich denke mal, hier kann man gucken. Er sagt Bauern 2 vor sogar. Okay, naja, ich habe jetzt halt dann die normale Eröffnung gemacht einfach. Gut, da habe ich genommen, da hat er gesagt, zurückziehen, damit der da gedeckt ist. Gut, ich habe mich halt für Nehmen entschieden. Hier bin ich sogar leicht im Vorteil. Rochade nicht gemacht. Er ist wieder im Vorteil auf einmal. Ich gehe zur Seite, er ist noch mehr im Vorteil. Oder sagt er nehmen? Habe ich auch gemacht. Alles gut. Jetzt nimmt er, jetzt Rochade. Digga, ich spiele genauso wie er. So, genau. Hier wird es eigentlich spannend. Er sagt da wieder nehmen. Aber ich weiß gar nicht warum. Ich meine, dann nehme ich, dann nimmt er. Ja, okay, gut. So, dann bewegt er. Aber habe ich auch eigentlich nichts gewonnen, oder? Stehe ich jetzt deutlich besser. Okay. Ja, gut, ich habe das Zentrum halt dann, ne? Okay. Er sagt, jetzt sagt er nicht mehr nehmen. Jetzt sagt er sogar zurückziehen. Aber wir sind natürlich keine Pussys. Jetzt habe ich den Turm dahingestellt. Ich bin immer noch im Vorteil. Er hat Rochade gemacht, ich gehe nach vorne. Hat er den Bauern genommen? Den habe ich mit dem Pferdchen genommen. Er sagt gar nicht nehmen übrigens. Er will immer noch, dass ich da den Springer nehme.
So, genau, dann gehe ich da zurück, ganz normal. Ich bin jetzt übrigens sehr, oh Digga, der Zug hat dich hier absolut gefickt, Alter, Junge. Ja, ich will, stimmt. Ja, genau, den Zug habe ich nämlich auch gesehen, bis er seine Dame da eingestellt hat. Habe ich auch gedacht, ich ziehe ihn einfach hier in den Schach, in Schach. Okay, da muss er halt move'n, jetzt wirklich was, ja gut, dann hätte ich hier hinziehen können, das wäre schon ganz gut gewesen. Hätte ich halt eine relativ starke Dame gehabt, hier hätte ich dann so. Ich hätte schon deutlich besser gestanden, auf jeden Fall. Das habe ich leider zu spät gesehen, dass ich ihn da Schach setze. Relativ bitter. Genau, da habe ich dann genommen. Ich glaube einfach, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, ne? Er sagt hier sogar den Dings vorziehen. Ja gut, dann tradet er. Er kann aber so traden halt theoretisch, ne? Ah, na gut, ne, jetzt greife ich hier an. Okay, er kann er nicht. Ja gut, ich habe genommen, er hat genommen. Ich habe ihn vorgestellt. Er hat da genommen. Er will aber auch immer, dass ich mit Bauern nehme. Ja gut, ich bin halt ein bisschen aus dem Zentrum raus, aber... da sagt der Bauer nach vorne. Was hat er für eine Taktik vor? Warum sollte er denn da zurückgehen, hä? Das macht schon mehr Sinn. Da würde ich nehmen, oder? Nee, nehme ich nicht anscheinend. Hä? Ich spiele... Hä? Ich verstehe das irgendwie nicht. Nicht ganz auf jeden Fall. Okay, der Zug hat mir auf jeden Fall voll viel gekostet, obwohl ich immer noch im Vorteil bin. Hier sagt... Ja gut, ich hätte echt einfach eins daneben ziehen können. Also ich habe mir jetzt schon gedacht, dass Maxilium halt nicht so gut ist, aber wenn ich halt einen Fehler mache, bin ich halt weg so, weißt du? Das hat mich aber sogar ein bisschen was gekostet. Okay, dann, das habe ich so gemacht, wie er gestanden hat. Dann habe ich den genauso genommen. Ja gut, das war jetzt auch klar. Ja, wie gesagt, der Zug, wenn der nicht gewesen wäre, wäre es, glaube ich, echt nur ein spannendes Game geworden. Aber damit hat er halt einfach, hat er sich halt einfach selbst ins Ausgeschossen. Dann habe ich den genommen, genau, zack. Dann hat er mich genommen, das ist aber egal. Turm, ja genau, jetzt ist ja dieses Endspiel. Okay, er sagt sogar Turm hier hin. Gut, ich greife halt den Bauer an, theoretisch, ne? Ja, er kann sich nicht entscheiden. Herbert, den nehme ich doch einfach. Oder nicht? Dann ist doch jetzt alles genauso wie vorher. Gut, auf jeden Fall stehe ich halt krass auf Gewinn. So, ich habe den Bauer aber nach vorne gestellt. Dann hat er den nach vorne gestellt. Ich habe den Turm dahingestellt. Stimmt, warum habe ich den eigentlich nicht genommen? Dann hätte er im Schach gestanden, ne? Wenigstens so. Na, da kann ich nicht entscheiden, was er machen soll. Okay, ich habe aber den genommen. Hat mich sogar Punkte gekostet, obwohl er eine Figur weniger hat. Und er sagt natürlich ganz schlau den hier. Warum? Ich verstehe die Engine nicht. Was ist daran denn gut, Digga? Naja, so. Oh, das habe ich auch genauso gespielt. Dann hat er den gedeckt. Ja, genau, dann wollte ich irgendwann den Bauer nach vorne stellen, habe es aber verkackt. So, was wäre hier? Ja gut, hier wäre Schach, dann darf ich dir jetzt wieder zurückziehen, oder nicht? Hä? Ja, okay, gut, aber so wollte ich ja nicht spielen, das ist ja halt doof. Ich wollte ja schon mit zwei Türmen gewinnen. Okay, dann habe ich den nach vorne gestellt, hat den da hingestellt, jetzt sagt er wieder den nach vorne. Aber ich habe sehr defensiv gespielt, ich hätte viel offensiver irgendwie die Moves machen können. Genau, da war ja das. Dann hat er den nach vorne gestellt. Oh, den habe ich sogar genau dahin gestellt, wo er hin musste. Er sagt sogar schlagen, aber damit ich halt nicht durchkomme wahrscheinlich, ne? Oh, er sagt, ja stimmt, ich hätte einfach nach vorne gehen können. Auch voll dumm eigentlich, ne? Ich habe da gar nicht, ich habe da so gar nicht dran gedacht. Warum bin ich nicht einfach nach vorne gelaufen? Hätte ich halt safe die Dame gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich daran gedacht hätte, okay, ist auch matt in 15 übrigens. Okay, das jetzt natürlich nicht mehr. Das hier wäre auch noch spannend geworden, ne? Wenn du hier genommen hättest, hätte ich halt, ich wäre hier hingegangen, aber... Ja gut, mehr hättest du nichts machen können, aber hättest halt einen Bauern gehabt. Jetzt ist sogar Schach ein 9. Jetzt habe ich halt die Dame genommen. Das war halt dumm. Weiß ich selber. Schach. Oh, hier ist sogar fast wieder ausge... Na gut, minus 4,7. Aber halt besser als vorher. Tatsächlich. Ja gut, das war halt, das hatte ich halt wieder rausgehauen. Also Maxilium kommt halt manchmal auch zurück, ne, aber dann verkackt er das halt leider. Jetzt ist auch Schach in 18. Ja, minus 62. Jetzt ist halt, jetzt wird es mich interessieren, ob er nochmal zurückkommt, wegen diesem Bauern, den er da hat. Aber anscheinend war das nie eine große Gefahr tatsächlich. Ja gut, das war aber auch ein dummer Zug dann von, ja wohl, nee, ja doch, nee, genau. Egal, wo er hingegangen wäre, ich hätte den Bauer halt bekommen. Genau, und ab da war es dann halt auch klar. Schach in Matt in 17. 12. Okay, mal gucken. Matt in 1. Echt? Ah, stimmt, Digga. Das habe ich gar nicht gesehen, lull. Ja, siehst du, ich habe dich sogar noch zappeln lassen, Bruder, weil ich so nett war. Okay, jetzt haben wir hier erstmal hin und her gespielt die ganze Zeit. Ja, hat dann aber... Da hat er, ja, da war es halt sowieso verloren, aber ich glaube, der hätte ich noch genommen. Weißt du, dass ich wenigstens keine Dame auf dem Feld gehabt hätte. Oder ist wieder Matt in 1? Ja, ich sehe halt Matt irgendwie mega oft nicht. Das kann ich noch nicht so ganz sehen. Ja, dann war es ja halt einfach noch ganz normal. So, eine Runde können wir noch machen. Vielleicht mit einem, der nicht so gut ist.
hier, das ist so ungefähr mein Skill, würde ich sagen. Ich habe auch gar nicht geguckt, aber ist sogar gewertet. Ja, zweimal schwarz heute, nice. Also siehst du, warte, ich wollte eigentlich... Ah. Lull. So, nehmen wir hier mal schwarz, würde ich sagen. Das Darmgambit, oder was? Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf, Kollege. Bin mal weg, danke für den geilen Stream heute. Gute Nacht. Bruder, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Mann. Alles Gute. Und melde dich mal wieder, ne, wenn du Bock hast. Weiß nicht, warum ich ihn eben nicht genommen habe, sondern erst jetzt, aber egal. So spielt man Schach, Bruder. Dr. Bürger, nein, besorgter Bürger. Das ist mein Lieblingston, mein absoluter Lieblingston. Vielen lieben Dank, Andy, für den Twitch Prime Sub. 3 Monate schon. Vielen lieben Dank, Kollege. Kannst du mal aufhören, mich abzufucken, Alter? Das ist irgendwie eine chillige Partie. Auf einmal, wenn das im Dark Mode ist, finde ich auch das irgendwie voll geil, den Background so. Ich weiß auch nicht wie. Auf einmal macht das halt viel mehr Bock. Ja, es war wohl anscheinend klar, dass ich das mache. Okay. Ich habe zumindest einen Bauer mehr gerade. Mal gucken, ob ich das irgendwie nutzen kann. Ich will eigentlich nicht schlagen schon wieder. Ich will jetzt eigentlich nicht jede Figur immer traden. Das ist auch irgendwie kacke. Wie lange machst du noch? Ich mache noch das Game. Und dann werde ich offline gehen, weil ich will eigentlich noch kurz an einem Skript arbeiten. Dann habe ich mir eigentlich vorgenommen. Gestern haben wir ja ein bisschen übertrieben mit direkt 4 Stunden. Heute habe ich 3 Stunden gestreamt. Das ist in Ordnung, denke ich. Ist mal schwierig, ne? Ich weiß, Rochade wäre hier nicht gut, weil dann nimmt er den einfach. Und ich stehe und er greift meinen Turm an. Entweder ich nehme ihn halt oder ich ziehe zurück, ne? Das sind halt die Möglichkeiten. Ich könnte halt hierhin sein Pferd angreifen. Hm. Ah, komm, Digga. Ja, bald kommen neue Rick and Morty Folgen, ne? Schon Bock, oder was? Gestern war nice. Ja, gestern hat echt Bock gemacht. Können wir auch gerne mal wieder machen, wenn ich Zeit habe. Natürlich auch gerne mit anderen Games. Timothy, Dankeschön für den Twitch Prime Sub, für die 6 Monate, Ehrenmann. Kollege, womit habe ich das nur verdient? Ich muss auf jeden Fall aus der Linie weg, also ich habe ja nur wenige Möglichkeiten. Ich gehe mal hier hin, damit ich die Türme rausholen kann. TikTok wäre auch mal wieder nice. Ja, wir haben halt leider gerade noch, also vielleicht ab morgen, also ab dieser Woche irgendwann auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Das Ding ist einfach nur, dass ich halt diese Woche noch so viele Videos hatte, wo ich drauf reacten konnte. Dass ich einfach keine Zeit für TikTok hatte. Also wir hatten halt so viele Videos noch in der Hinterhand, auf die man reacten konnte, dass es halt, ja, TikTok ist halt eher so, also nicht nur, wenn man halt keinen Bock auf was anderes hat, sondern auch, wenn man halt vielleicht gerade wenn man halt nicht weiß, auf was man reacten soll und aber auch halt mal so zwischendurch. Aber gerade hatten wir halt so viel, was auch relativ aktuell war, was wir machen mussten, dass ich das halt lieber schnell nochmal durchgezogen habe. Aber jetzt läuft es ja wieder besser. Jetzt haben wir weniger Videos. Jetzt war ja auch dieser ganze Beef und so weiter noch, was da halt gekommen ist. Ja, komm, wir haben einen Bauer mehr, Digga. Wir traden hier rein, würde ich sagen. Mal gucken, wenn er den hier 2 nach vorne macht, wäre der halt safe weg, ne, ist das Ding. Tradet er oder nicht? Das ist jetzt die Frage, meine Freunde. Nimmt er den Turm? Nee.
Er kriegt dem. Na, nee, Bauern kriegt er nicht unbedingt. Hättest du mich auch matt stellen können. Ah, nee, jetzt nicht. Ich hätte noch die Dame dazwischen ziehen können. Ich mache mir erstmal ein Loch frei hier. Schade, ich habe nicht gesehen, dass er da mit dem Läufer deckt, sonst hätte ich das jetzt schon fast gewonnen. Tja, traust du auch gegen Zuschauer ran? Ich spiele doch gerade gegen Zuschauer, lol. Mhm. Ah, I see what you did there, guy. So kommst du hier nicht an mir vorbei. Er wollte wahrscheinlich hier schlagen. Und wenn ich den König jetzt nicht hingemacht hätte, hätte ich nicht schlagen können, sonst hätte er die Dame einfach gehabt. Bruder, ich gehe einfach zum Gegenangriff. Okay, das wird jetzt ein spannendes Endspiel tatsächlich. Also ich freue mich drauf. Ich kann leider nicht weiter nach vorne, ist das Problem. Ah, scheiße, mach mal zurück, Digga. Ich wollte dich raiden. Danke, was ist passiert? Geht das nicht, oder was? Buggt wahrscheinlich Twitch gerade, war? Das geht wahrscheinlich momentan nicht. Na toll, jetzt bei so einem komischen Endspiel ist The Big Greek wieder da und sieht mich verlieren, Alter. Das ist ja auch nicht nice. Bei jedem Zug denkt er sich jetzt so, ach Digga, nein. Aber ich habe wenigstens auf dunkel eingestellt. Das ist ja auch schon mal was, oder nicht? Na, ich finde, Luki spielt irgendwie gar nicht so schlecht. Wobei, ja, das Ding ist auch, wir haben aber auch viel einfach nur hin und her getradet, ne? Das muss man schon dazu sagen. Also, wo könnte ich mit meinem König hin? Eigentlich kann ich gerade nicht so viel machen, ne, glaube ich. Ja, das war vielleicht nicht so gut, weil jetzt kommt der hier nicht raus. Mal gucken, ob ich den überhaupt brauche. Ah, wir traden uns ja erstmal dumme dämlich und dann gucken wir mal. Oh, mal gucken, Alter. Du siehst aus wie ABK. Lol. Gut, das war auch relativ offensichtlich, dass das so passiert. Keine Ahnung, Digga. Jetzt ist halt irgendwie, geht halt gerade nicht viel, ne? Nee, Digga, wir machen hier keine Unentschieden. Also entweder ganz oder gar nicht. Ich weiß nicht, ich kann halt nichts machen, ne? Ich müsste halt irgendwie. Nein, geh weg! Hör auf! Nein, er gewinnt das sogar, oder? Ich weiß nicht, wird eng, Alter. Oh mein Gott, er ist ein Unentschieden. geiles Match aber, ey. Jawohl! Oh Mann, das war die geilste Partie ever, Alter. Feier ich, Alter. Sehr cool, Mann, sehr cool.
So, da will ich hier die Analyse aber zu angucken, Alter. Das wird ja jetzt hier todeslustig. Und auch mal gucken, wie das halt aussah. Okay, am Anfang ist er natürlich ein bisschen weiter vorne so. Er hat sogar, das ist sogar der richtige Zug. Gut, anscheinend soll ich hier den Bauern nach vorne stellen, aber ich finde es persönlich besser, einfach meine Entwicklung fortzuführen, ne? Halt den Dings rauszustellen. Ist anscheinend aber schlecht, weil der steht auch plus 0,8 schon. Ach du Kacke. So. Und dann habe ich tatsächlich genommen. Dann war es aber auch wieder ausgeglichen. Aber er soll normalerweise nehmen. Wenn er nimmt und ich nehme, ja gut, kann er mich hier angreifen, ziehe ich wieder zurück. Ja gut, er steht dann halt schon deutlich besser halt, ne? Das muss man schon sagen. Okay, so. Genau, dann habe ich aber genommen. Dann sagt er den Bauern raus? Hä? Ah ne, er erstmal. Ne, hä, was hat er mich da an? Ach ne, das ist der Was ist denn hier überhaupt an? Ich will das gar nicht sehen. Nicht die tiefe erhöhen. Du sollst weg. Er zeigt mir, ja, egal. Geh einfach mal durch. Okay, dann nimmt er. Dann stelle ich den nach draußen. Ne, da soll er mir schon zeigen, was das Bessere war. Ja, wer sagt dann nehmen? Ja, toll, hä? Ich meine, ja, ich krieg seine, das verstehe ich schon, aber dann ist es doch klüger. Wo war denn das? Och, Digga, was zeigt der mir denn hier an? Ich will das doch gar nicht sehen, Mann. Die anderen Züge hat das doch auch geklappt. Oh, dann wäre es doch aber klüger, so zu nehmen. Gut, der hätte jetzt keinen. Wo waren wir denn hier eben? Das war auch gar nicht der Zug. Hier, genau, ist doch klüger, so zu nehmen. Okay, dann kriegt er halt den, ja, okay. Oh. So, gut, er sagt auf jeden Fall, nee, ich bin da lieber zurückgegangen, hab lieber defensiv gespielt, er geht komplett offensiv, genau, dann habe ich genommen, dann hat er nicht genommen, dann habe ich da genommen, genau, weil ich dachte so, jetzt habe ich halt einer, also ein Bauer und ein Springer gegen Springer getauscht, ich denke mal, das war in Ordnung. So, dann nach vorne, Rochade, ich habe den nach draußen, Schach, er stellt sich dazwischen, ich nehme ihn, ich bin leicht vorne auf jeden Fall, Rochade, Turm, genau, ich stelle dahin, er geht dahin, das habe ich alles schon berechnet gehabt. Oh, ich habe sogar genauso, ich habe fast genauso gespielt wie Dings. Oder hätte er den Bauern nehmen können, hat er zum Glück nicht gesehen. Genau, da habe ich einfach mal getradet, weil ich dachte, ich bin vielleicht weiter vorne. Da hat er dann den Bauern genommen. Da sagt er, ich soll nicht traden, ich habe dann aber doch getradet. Hat mich ein bisschen gekostet. Hier war es wieder komplett ausgeglichen tatsächlich. Also, da war es ja auch unentschieden, von daher. Oh, stimmt, ich hätte den Bauern einfach nehmen können. Ah, krass, habe ich nicht gesehen, Mann, bitter. Ja, ich habe dann halt meine Dame quasi geopfert, so, zum Tausch angeboten. Ja, genau, hier ist dann halt eigentlich relativ, oh, hier stand ich dann sogar weiter vorne, aber halt sehr knapp alles. Ja, das Doofe war halt, dass die beiden Figuren sich hier halt gedeckt haben. Ich konnte jetzt halt auch nichts machen, so, ich bin da halt nicht rangekommen, weil ich keine Figuren mehr hatte. Wobei er sagt halt hier runter, was hätte ich dann machen können? Machen wir mal weiter hier, einfach da lassen, oder was? Naja. Vor allem da, dann kann er den auch einfach nehmen. Ah, gut, kann ich nehmen. So. Ja gut, ich glaube, ab hier können wir auch nicht mehr so viel machen. Also ich glaube, da gab es dann halt kaum noch Züge. Was ist, wenn ich so genommen hätte? So, so. Stimmt, das wäre besser gewesen. Da steht er sogar jetzt besser. Steht er bei 4 auf einmal, nachdem ich den nach vorne gezogen habe. Weil es war auch irgendwie weggeworfen, ne? Weil ich halt mit dem auch nichts machen konnte, so. Genau, aber ich habe halt genau das Gleiche gehabt, ne? Wir haben genau das Gleiche, nur dass ich halt noch ein. Ne, wir haben genau das gleiche Feld eigentlich gehabt. Wir konnten halt nichts machen. Genau, meine Dings habe ich ja dann auch gemacht, war halt, dass ich den Läufer halt hier hinstelle und halt trade oder ihn halt wegbewege, je nachdem halt, ne? Ich habe gesehen, jo, da komme ich halt nicht rum. Ja gut, dann konnten wir halt aber nacheinander einfach die Dings traden und. Aber hier steht sogar Schach in 22, aber für wen? Ja, doch, stimmt. Ich habe auch über, wenn der den hier nach vorne legt. Dann kann ich eigentlich nichts machen, ne? Weil er kriegt den halt vor mir. Wenn ich hier hingehe, steckt er den einer vorne. Dann kann ich halt nichts machen. Dann kann ich halt nur noch warten, bis ich halt verloren habe, so. Genau. Aber er hat ihn. Ah doch, er hat ihn zu spät nach vorne gestellt oder so, ne? Und dann war es irgendwie vorbei. Ich weiß nicht. Naja. Genau, war auf jeden Fall.